Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft Re. Hier auf unseren Kanäle. Mit der Mansi of the World 3. Und mit Raccoon. Raccoon ist da der Player. Überlegen, wie ich dich erstmal aussprechen kann. Ja, wir hatten einen Livestream auf meiner Seite. Er war doch dabei. Respekt dafür. Wir waren auch später zusammen dabei, weil davor hatte ich noch was anderes gemacht und wollte ich ihn nicht dabei haben. Ja, wir haben versucht, hier mit den ganzen Obermythen, Sachen, Zeug hier anzufangen. Hat aber oh, hör bloß auf, ey. Es war sehr, sehr kompliziert. Ich habe in der Aufnahme, habe ich jetzt wieder, vor der Aufnahme habe ich was probiert. Jetzt habe ich, damit kenne ich mich etwas aus. Hier gibt es verschiedene Rezepte, verschiedene Zauberformeln, die man sich herstellen kann. Aus verschiedenen Sachen gibt es im Internet zu finden und die Person, die hier mal mit drauf war, die hat hier was vorbereitet gehabt, was ich immer fertig gemacht habe. Wir können da darauf nicht einsehen. Aber hier muss waren Stoffe, Rüstung und Zauberei. Dies habe ich jetzt zu 100% fertig. Ich weiß nicht mal, was ich damit machen kann. Ich bitte meinen, dazu brauchen wir diesen einen Table, den wir letztes Mal versucht haben, im Livestream herzustellen. Ihr könnt ja mal den Livestream angucken, denn der Grund dafür, wir brauchen die Nodes. Die Nodes, die haben die Wiz. Die Wiz ist die Energie, die man zum Zaubern braucht. Und das Problem an der ganzen Sache ist, wir brauchen eine Brille dazu, um diese Node zu sehen. Das Problem an der Sache, um diese Brille herzustellen, braucht man diesen Table und der Table braucht die Zaubereikraft und vorher können wir die irgendwie nicht sehen. Wir haben überlegt, das hatte ich selber überlegt, alleine, danach habe ich gesagt, nee, es reicht, dann habe ich ihn dazu geholt, weil alle Seiten auf Englisch sind und ich muss sagen, er ist wirklich der Schlauere von uns beiden, er kennt sich auch mit Englisch aus. Er hätte am liebsten bestimmt seinen Kopf danach weggeworfen, weil es so kompliziert auf immer war. Also, nee, das Problem lag daran, es wurde nirgendwo erklärt. Es hieß immer nur, ja, du kannst das und das machen und ja, mach mal. So, also quasi eine Anleitung ohne Anleitung. Und ja, wir alle wissen, wie es ist. IKEA-Schränke kann man zusammenbauen ohne Anleitung. Gleichwerbung, negativ. Und ja, ansonsten wird es schon wieder schwierig. Das Einzige, was mir wieder eingefallen ist, es wurde schon dieser Zirbeli, also Hexenkessel, sag ich jetzt einfach mal, hergestellt von der Person hier, von Lopik. Erstmal danke dafür. Diesen ist das einzige Problem, was er vergessen hat. Hier unten müsste was hin, was brennbar ist. Also wir haben ja bestimmt noch irgendwo Netherrack und das kann man dann hier unten hinpflanzen, dass es dann brennt. Und dann kocht dieser Kessel. In diesem Kessel kann man dann verschiedene Sachen zusammenschmeißen und bauen. Aber ich weiß jetzt nicht, bestimmte Formeln kenne ich leider nicht. Das ist das Problem. Vielleicht fällt mir das ein oder ich setze mich jetzt wirklich damit auseinander. Die Bienen habe ich aufgegeben, bin ich ehrlich. Das war mir doch ein bisschen am Ende die ganzen Bienen zu suchen in die Kreuzung. Da habe ich echt kein Sitzfleisch. Allgemein habe ich wenig Sitzfleisch, ich weiß. Aber muss auch mal was Neues anfangen. Ja, da drüben hat es jetzt genug zu tun, aber ich glaube, das muss ich jetzt erzählen. Mehr als genug zu tun. Ich habe mal wieder viel Freizeit gehabt. Zum Glück. Und konnte deswegen wieder einiges an Planungen, naja, ich sag mal, tätigen. Und ja, also ich habe jetzt für ungefähr die nächsten 2 Monate Minecraft ausgesorgt, was ich machen kann. Theoretisch. Okay, kurze Sache, dass es hier brennt, das war vorhin überhaupt nicht. Also es war vorhin so, dass hier unten das überhaupt nicht gebrannt hat und auf einmal brennt fast das Haus, also hier müssen wir noch was machen. Aber ich würde mal sagen, hier bauen wir dann so einen Anbau aus Stein hin, dass es nicht abbrennt. Ja, jetzt kannst du mal kurz weiterreden, weil es hat gerade hier gebrannt. Jetzt kannst du mal kurz weiterreden. Da braucht der Herr mal wieder eine Pause. Ja, ich dekoriere hier gerade ein bisschen das, was ich mal so gemacht habe. Das war letzte Folge und das dekoriere ich jetzt einfach. Ich hab mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Das ist jetzt alles gerade sehr spontan. Aber es sieht gut aus. Also ich denke mal, das wird so bleiben.
wird sich nichts ändern. Ich finde es eigentlich ganz gut. Die Idee war eigentlich ganz spontan, Marmor-Bricks mit Basalt-Bricks zu kombinieren. Das war eine gute Idee. Und jetzt kann man hier immer noch dran an die Frequenz und kann gucken, wie stark der Lava Fabricator produziert. Eigentlich ganz nice. Überlege auch gerade, ob wir die hier noch austauschen wollen gegenüber Glas. Dann sieht man auch, wie die Pipes da arbeiten. Das wäre vielleicht noch ganz gut. Die Auslastung der Pipes zu sehen wäre, glaube ich, wirklich ganz gut. Und dann könnten wir... Bessere Idee. Hab eine viel, viel bessere Idee. Wir nehmen dazu Paneele. Paneele, Paneele, Paneele. Das sind Covers, aber nicht so schlimm. Denn jetzt ins Panel. So, Panel. So, und Panel. So. Und jetzt können wir die Blöcke von außen nach Basalt designen und innen drin sind sie Glas. So, dann bin ich zufrieden. So, ja, ist mal so. Zufrieden. So. Ja, jetzt sind sie irgendwie leer. Probieren wir mal das hier. Kann ich dich da in die Mitte reinstellen? Und du füllst dann alles aus. Sehr gut. Okay. Ach nee, brauche ich noch. Einmal. So ein Slabby Slap Slap. Den wir in ein Slabby Slap Slap umtauschen. Den wir in zwei Slabby Slap Slap Pillar umtauschen. Bitte, Mitte. Mit der Titel. So, jetzt brauche ich nämlich da unten auch nichts mehr hinstellen. Sieht das auch so ganz gut aus. Ja, jetzt können wir durchgucken, sehen, was da los ist. Alles wundervoll. Sehr schön. Und können noch justieren. Und später kommt vielleicht noch da oben ein weiteres Ultimate Hybrid hin. Da müssen wir aber noch schauen. So, das war der erste Streich. Und den zweiten fange ich noch an. Wir werden heute nicht zum Sicherheitshaus gehen, auch wenn ich dafür genug Pläne habe und mir auch schon sehr viele Gedanken gemacht habe, wie wir das Ganze schön designen könnten und werden. Aber dazu in einer anderen Folge mehr. So, muss man dazu sagen, hat er 1000 von Plänen und sie ich nicht. Und irgendwann mal wird es bestimmt anders wiederum sein. Nein. Oh, das ist jetzt kalt gewesen. Es tut mir schon fast leid. Aber nur fast. Oh. Cover. Ihr seid mein Kryptonit. Egal, ab ins ME damit. Oh. okay. Was passiert? Ich wollte jetzt die Tools draufbauen und allein bei der Schaufel sehe ich, dass die einen Overclocked Speed von 8 Mal haben. Okay. Bin ich mal gespannt. So, wir haben bei ihnen das drauf. Schon mal. Hol ich mir noch die Hand. So. Aus was baue ich denn das jetzt eigentlich? Haben wir einen Dispenser? Nein, haben wir nicht. Haben wir einen Bogen? Nein, haben wir nicht. Haben wir Strings? Ja, haben wir. Das ist gut. Oh, mi amore. Haben wir Sticks? Ja, oh, wir haben noch Sticks. Eine Bogen. Wie baut man jetzt ab? Eine Redstone. Und, wir haben keine Cobblestone. Oh. Zwei Fragen. Erstens, was hast du gerade in die Luft gejagt? Nichts. Über wirklich nichts. Ich muss mir das mal durchlesen. Wie kann man das auswählen mit den... Zweitens, wir haben kein Cobblestone. Kein Kabel? Nein.
Dann gehen wir mal die Quelle ausschalten, oder? Jo. Leute, ihr seht's auch. Was passiert? Was passiert? Sprich mit mir. Hallo. Ich Hallo. Weiß. Nein. Nein, nicht weg. Nicht weg, bitte nicht. Hier ist so eine Not. Komm. Bitte. Ich will dich doch nur einsammeln. Ah, nein, das ist was anderes. So, das ist so, keine so, Not. So, so. Ah. Dann ist es so ein böses Ding. Ja. So ein, wie heißen die Dinger? Den Namen vergessen. Es gibt auch noch so eine Bösen, die greifen nicht an. Das sind dann Mobs. Oder in der Mehrzahl sind es dann Möpse. Oh, heute wieder der lustige unterwegs, der lustige Lümmel. Wispy. Wo bist du denn? Da hinten. Ich hab schon getötet. Wispy ist... Ja, das passiert, wenn man... Also die Dinger spawnen, wenn man... wenn man Magie benutzt, habe ich mal irgendwie gelesen, dann können die spawnen. Es spawnen auch so eine gutartigen davon, aber es spawnen auch bösartige. Die große Magie benutzt. So, ich habe jetzt mal unsere Cobblestone-Umroll-Aktion auf ein Drittel reduziert. Das heißt, wir sollten jetzt auch wieder Cobblestone haben. Okay. Irgendwann. What the fuck? Ich habe, das ist jetzt gerade mal ein Drittel an. Wieso haben wir kein Cobblestone? Ex are mostly for... Es kommt auch irgendwie so wenig an. Ist das Gefühl, oder kommt mir das nur so vor? Okay, nee, das sind 30er Stacks, die da ankommen. Ja, das ist nicht schön, das ist nicht schlecht. Aber ich frag mich, warum die instant alle weg sind, bei so wenig, ich meine, die werden ja nicht mal auf dem Display angezeigt, so schnell sind die weg. Ach man, dann sage ich wenigstens, was ich bauen wollte oder anfangen wollte, die Folge zu bauen. Eine Hühnerfarm, damit wir Federn haben und damit wir... Denn ey, ganz ehrlich, da mache ich jetzt... Ich mache die jetzt einfach alle aus. Warum eine Mittelhand ab? Ist ja auch nicht so schlimm. Max Output 0, so. So, jetzt geht die Charge runter und dann danach verbrauchen wir kein Cobblestone mehr. Fertig ist. Eigentlich hätten wir... Wir hätten mehr produzieren müssen, als wir verbrauchen. Das geht so gar nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da schief. Ich weiß auch warum. Oder was daran schief läuft. Das war das Problem, was ich dir mal erzählt habe mit der mit dem Füller bestimmt. Eigentlich ja, doch. Wir haben ja Minus, wir haben ja Minusauspuff. Du hast ja die Query noch nicht umgebaut. Zitze. Das war meine Aufgabe im Livestream. Der Filler füllt sich gerade mit Cobblestone. Der baut irgendwie nicht mal. Das liegt an den Tentakelfischen. Tintenfische. Doch, ab und an setzt er mal einen Block. Ich weiß, es ist nicht das Schönste, was ich hier gerade baue. Ergibt aber seinen Sinn für den Moment. Und noch was machen. Der setzt übertrieben langsam. Oh, und da ist kein Tintenfisch im Weg. Ich bin gerade da. Warte eine Sekunde. Stirbt Tintenfisch. Er hat aber seine eigene Frequenz. Ja, er ist wenigstens wieder leer. Okay, er ist wenigstens wieder leer. Irgendwie war der Chunk nicht geladen. Ich frage mich jetzt gerade an der Stelle, aber warum? Weil der Filler ist genauso wie die Query. Die laden eigentlich die Chunks immer durch. Wird da arbeitet. Ja, habe ich gerade gesagt.
Ist mir nicht ja, zu, wenn ich mal was sage. Ich habe es zwar nicht geladen, ich hab's gehört. Aber ich will mich nochmal selber überzeugen, das musst du doch wissen langsam. So, so müssen wir uns so schnell angekommen sein. Wieso kriegen wir noch kein Cobblestone? Sind die ernsthaft noch nicht leer unten, was Strom angeht? Kann mir gar nicht vorstellen. Ich hab den Strom da schon längst ausgestellt. Ich hab vielmehr, ich hab den Output genullt. Ja, ist aus. Du kannst mir doch nicht jetzt ernsthaft sagen, dass der Filler alles Cobblestone verbraucht, was reingeht. Ja, doch. Wirklich restlos alles. Ja, doch. Komm mal, ah, na klasse. Ja, komm mal hier rüber. Brauche ich nicht. Bereits, wenn du es sagst. Ich habe jetzt 2 Stacks aus den Recyclern rausgenommen. Weil du sie brauchst, oder? Ja. Dann sag doch was, dann mache ich kurz einen Füller aus. Aber nee, nicht draußen. Weil das Problem an der ganzen Sache ist, sobald Kabelst du da ist, pumpt das ja raus bei mir. Ja, ich sehe es. Wegen meiner Technik so. Dann geht das letzte Füller und der Füller, der bearbeitet es gleich. So. Jetzt sind wir auch wieder an einem Punkt angelangt. Ja, wir auch. Okay, mein PC ist noch leise. Ja, ich habe in letzter Zeit, also für den Fall, dass man es in irgendeiner Folge mal hören sollte, mein Lüfter vom Netzteil hat manchmal eine kleine Macke. Das ist komplett random und ich weiß nicht, woran es liegt. Er wird auf einmal manchmal lauter. Einfach so. Aber es ist wirklich komplett random. Das hält sich mal einen ganzen Tag, einen ganzen Abend, so wie, ja, gestern hat sich die ganze Nacht durchgehalten. Ich habe auch richtig scheiße geschlafen. Und manchmal hält sich's halt einfach mal so eine Stunde und dann ist weg. Einfach so. Weg. Aus dem Nichts. Weg. So, und ich würde gern aus Stone Bricks das Ganze bauen. Was ich, also ich versuch's jetzt wenigstens noch ansatzweise mal hin zu deichseln. So, brauchen wir ein paar davon. Redstone und alles haben wir ja noch da. Ach ja, und mal als kleine Anmerkung. Das Ganze hier wird ein Aufenthaltsanfangsraum mit ein bisschen Deko-Geschichten und dann geht's nach unten. Wo dann halt das, ja, wo die wahre Magie stattfindet, um es mal zu zitieren. Aus der Bibel, die einst nie geschrieben wurde. Ich brauche noch normale Pisten. Ach ja, Cobblestone. Aha, ist das schön. Naja, selber craften, egal, ich habe ja noch ein Stack. So, die Pissetonnets. Wie wird da denn die Crafted Day? Weil wenn ich jetzt ins... Hast du den Filler ausgestellt? Nee. Nee? Nee. Wir haben auf einmal 100 Cobblestone drin. Gut. Dann läuft er jetzt so gut. Cool, würde ich mal so sagen. So, machen wir 5 normale Pisten. Ich weiß, die 32 Stickies, die ich in der Tasche habe, die brauche ich eigentlich auch nicht. Aber ja, ich habe einfach nur gegriffen. Wir brauchen, ja gut, ein paar Repeater brauchen wir doch noch. Und ein paar Fackeln sollten für eigentlich auch noch drin sein. Sowie, wundervoll, gleich 2 Knöpfe. Machen wir das mal so und so. Ich überlege auch gerade. Nee, doch, das kriegen wir so schon hin. Müssen wir nur ein bisschen mehr mit Redstone arbeiten. So, sprinten wir mal nochmal zum Sicherheitshaus. Und wir sind bei 20 Minuten fast. Ja, das ist schon okay. So, davon noch welche mitnehmen, davon welche mitnehmen. Den Stack einfach mal mitnehmen. Ich habe mir hier ein paar richtig geile Fallen mit überlegt. Ich weiß auch nicht, ob die 15 Tesla Coils reichen. Ich glaube, ich brauche ein paar mehr. Aber das werden wir dann sehen. Du da drüben weißt ja eh nicht, was Tesla Coils sind. Die wirst du, falls du irgendwann mal mein Sicherheitshaus durchschreiten würdest,
schon ich bemerken. Ich weiß, was sie machen. Ja? Ja. Gut. Die wirst du dann schon irgendwann noch bemerken. Also die Frage ist nur, ich weiß nicht, wo ich es hinbauen möchte, die Hühnerfarm. Das ist das Einzige, wo ich jetzt die ganze Zeit schon dran knabber, aber nicht weiß, wie es zu lösen gilt. Geht, haben, machen und so. Ich bin schon fast verneigt, eins von den Häusern zu missbrauchen und von denen aus einen Gang nach unten zu machen und dort halt, ja, quasi wie bei mir im Keller, aber ich weiß nicht. Ich das bin war dein Bauch. Noch, ja, sehr. Ja. Ich weiß, oh. Dass, ich verkneife nämlich gerade Blähungen. Das hört man bei mir sehr stark dann. Also, wenn ich es mir verkneife. Oh, das hat gerade auch ein bisschen wehgetan. Ja, ich bei mir passiert aber überhaupt nichts groß, weil ich bin nebenbei noch im Internet. Aber Leute, ich bin Herr meiner Geiste und Herr meiner Sinne. Herr des Körpers. So, ich missbrauche mal das eine Haus hier, was wir hier hinten haben, wo wir früher mal eine Truhe drin stehen haben. Hatten, ja. Kann ich jetzt alle ausbauen. Das wird jetzt die neue Hühnerfarm. Okay? Überhaupt nicht nervig. Frage, weißt du noch, wie dieser eine Tisch hieß? Welcher? Den wir bauen sollten. Block. Welchen Tisch, den wir bauen sollten? Für die Magie. Wie hieß denn der? Das ist ein Research Table und den wirst du nicht finden, weil wir den schon längst haben. Diesen 2x2er. Den meine ich. Welcher 2x2er? Da gab's noch einen 2x2er. Was für ein 2x2er? Ja, komme ich auch gerade nicht auf den Namen. Also das hier ist ein Research Table, ne? Ja, das weiß ich. Aber es gibt dann noch ein 2x2er, diesen Zauber-Crafting-Table, den wir ja zuerst erstellen müssen mit diesem Table hier. Und jetzt wohl. Ja, wir könnten vom Research Table konnten wir doch das Taumameter erforschen, theoretisch. Ich weiß nur nicht, wie es geht. Und dann können wir das Taumameter einfach bauen. Und wenn wir das Taumameter bauen können, können wir ganz easy die Googles bauen, weil die müsst du nicht mal erforschen. Da brauchst du nur 2 Taumameter für. Da gibt's ein Crafting-Rezept, das ist sogar sehr billig. Das waren irgendwie 4 Eisen, 2 Taumameter und dann noch irgendein Block. Also irgendwas. Ich weiß auch nicht, was es war. Das kann ich dir nicht sagen. Aber es war richtig billig. Also das weiß ich auf jeden Fall. Boah, Alter, you need Machina, Picotola und ach, Maschine. Genau. Ich wollte Wood mitnehmen. Ein paar Wooden Locks. Und ich werde auch irgendwann mal nochmal ein normales Haus und neues bauen. Aber das dauert noch ein bisschen. Es wird nicht in den nächsten Folgen passieren. Aber es kommt auf jeden Fall auf, weil ich habe da langsam ein paar richtig geile Ideen, was man so als Haus bauen kann. Und das möchte ich unbedingt machen. Die Ideen, die sind echt gut. Und ich glaube, das wird vom Designtechnischen her auch richtig gut. So. Also ich hier runter. Ich komme langsam hier in die Sache rein. In die Taumacraft-Geschichte, ja? Ein bisschen, ja. Okay, dann viel Glück auf jeden Fall. Ich drück dir die Daumen, dass du es hinkriegst. Ich geb's einfach auf. Also, ich bin eigentlich nie jemand, der wirklich aufgibt, aber das ist jetzt so eine Sache, wo ich mir denke, ganz ehrlich, nein. So. Einfach nein. Das ist einfach viel zu viel. It's too much. Ist auch komplett übertrieben. Also, das, was die da an ich weiß nicht. Das ist so ein. Für mich ist es so ein Try-and-Error-Mod und das mag ich nicht. Also ich versuche es mal kurz zu erklären, wenn ich das gerade hinkriege. Versuch erstmal, ob es klappt und dann erklär's. Ansonsten erklär's bitte nicht. Das bringt mich irgendwie sonst komplett durcheinander und das möchte ich nicht. Soll ich noch ein Papier? So, hier kommt dann noch eine Treppe rein. Da muss der Block dann weg. Das war dämlich. Aber der Block muss dann auch noch weg. So. Und jetzt kommt hier ein Loch hin.
So, jetzt brauche ich meine Notizen. Wo ist das? Hier ist die Hühnerfarm. Ich habe 4 Zettel, ey. Ich sehe da langsam nicht mehr durch. Aber ich sag mal so, wir machen erst nächste Folge weiter. Ist jetzt bei 25 Minuten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir würden uns über Kritik, Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen von Minecraft oder anderen Projekten verpassen wollt, diese grandiosen, wundervollen anderen Projekte, die auch noch auf unseren Channel laufen, lasst auf jeden Fall ein Abo da, das schadet euch nicht und ihr seid immer auf dem Laufenden. Auch wenn es mal irgendwelche Ankündigungen wie Stream-Ankündigungen oder sonstiges gibt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out, euer Raccoons der Play. Und der unsichtbare Lümmler. Aber, Namens? Ja, ich probiere hier außerdem. Du kommst ja langsam wirklich dahinter. Ja, ich probiere es nach der Folge 11K ein bisschen noch weiter. Ciao, ciao. Ciao, ciao.